Ja, zugegeben, der Videotitel klingt nach Größenwahnsinn oder Verrücktheit, ist es aber nicht. Es gibt wirklich eine grundlegende Lösung für die akuten Probleme der heutigen Zeit. Ob es nun Umweltzerstörungen und Verschmutzungen aller Art, Raubbau an der Natur, Armut, Pandemien, Zivilisationskrankheiten oder andere Probleme sind. Diese Lösung ist nicht abstrakt oder Science-Fiction, sondern ganz konkret und wirksam. Genug der Rede um den heißen Brei herum. Grundlage für die Entstehung der Probleme, zumindest in der westlichen Welt, ist eine sehr fragwürdige materialistische Weltanschauung, die unser Leben bestimmt. Halt, nicht gleich annehmen, ich will hier irgendeine Religion zur Hand gehen. Ich achte die Wissenschaften, gehöre keiner Konfession, keiner Sekte oder irgendeiner religiösen Vereinigung an. Die Naturwissenschaften blenden bewusst oder unbewusst einen Hauptteil der Natur und damit des Lebens aus. Eine wichtige Grundannahme muss uns dabei klar sein. Eine Basis der materialistischen Weltanschauung bildet das zentrale Dogma der heutigen Evolutionsbiologie. Das lautet: Alles Leben entstand aus Zufall, den vorhandenen naturgesetzlichen Grundlagen und entwickelt sich anhand der bekannten Evolutionsmechanismen. So hören wir zigtausendfach, dass unsere DNS den Bauplan des Lebens enthält. Doch eine unbewiesene Behauptung, die tausendfach wiederholt wird, mutiert nicht einfach zur Wahrheit. Die DNS enthält im Wesentlichen nur die Kodierungen für die Grundbausteine des Lebens, den Proteinen. Auf meiner Homepage, die ich unten verlinkt habe, zeige ich die vielen logischen Fehler und Widersprüche der Evolutionsbiologie auf. Marie von Ebner-Eschenbach bemerkte wohl richtig: Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Oder mit den Worten von Wilhelm Busch: Ich nahm die Wahrheit mal aufs Korn und auch die Lügen finden. Die Lüge macht sich gut von vorn, die Wahrheit mehr von hinten. Wobei ich den Evolutionsbiologen um Himmels Willen nicht unterstelle, dass sie lügen, sondern sie hinterfragen einfach nicht mehr die Grundannahmen der Evolution. Im Übrigen ist für mich eine Evolution des Lebens klar ersichtlich, aber nicht im Sinne der Theorien der Evolutionsbiologie. Im zweiten Teil meiner Homepage gehe ich auf eine andere Sicht der Evolution ein und beziehe wesentliche Bereiche der Natur mit ein, die bewusst von den Naturwissenschaften seit etwa 100 Jahren ausgeklammert werden. Gerade aus dieser neuen Sichtweise entstehen die Lösungen für die akuten Probleme. Versteht man das Leben aus dieser umfassenderen Sichtweise heraus, vergeht man sich nicht mehr am Leben, an Mutter Erde und achtet darauf, wieder eine enkelfähige Zukunft herzustellen und zu erhalten. In der Vergangenheit wurden oft allgemeingültige Annahmen wie die Erde ist eine Scheibe oder die Pest ist eine Strafe Gottes und andere über den Haufen geworfen und durch neue sogenannte Paradigmen ersetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, das materialistische Paradigma als äußerst schädlich und begrenzt zu erkennen und es durch eine auf die wahre Natur des Menschen und des Lebens basierende Weltsicht zu ersetzen. Das ist Arbeit, doch die lohnt sich, denn der Zeitgeist fordert vehement diesen Wandel. Eine Verweigerung führt zu immer massiveren Problemen und Degenerationsprozessen. Sind Sie bitte die positive Veränderung, die Sie sich wünschen? Danke.